jetzt dann eingeladen, mitzudiskutieren, etwas beizutragen. Wir haben ja ein enormes Potenzial an Wissen in diesem Raum, das wir heute nützen möchten. Das heißt, wir möchten Sie natürlich auch nützen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben zum einen oder wenn Sie eine Diskussionsanregung haben zum anderen, bedeuten Sie es mir bitte schön mit der Hand, damit wir diese Fragen dann auch an unsere Podiumsgäste stellen können. Ich hätte Sie beide, aber jetzt, Sie haben vor sich ein Mikrofon, ich darf Sie einladen, dieses zu nehmen. Und ich habe festgestellt, das ist ein Mikrofon, ich sage immer, da muss man Bussi geben. Das heißt, ganz weit zum Mund und ganz gerade halten, damit man Sie, also Sie haben eh... Sie sind schon versorgt, damit man Sie auch gut versteht. Ich darf Sie jetzt beide mal zu einem Eingangsstatement einladen. Wir haben jetzt gerade die aktuelle PISA-Studie und die genauen Ergebnisse gehört. Wie geht es Ihnen damit? Was löst das bei Ihnen für Gedanken aus? Gut, dann fange ich mal an. Mein erster Gedanke war, PISA sehe ich jetzt so von außen, ich spüre es nicht direkt an der Schule. PISA ist eine Rückmeldung, die an die Bildungspolitik geht. Wir haben schon gehört, langer Atem ist hier notwendig, was ja nicht unbedingt die Stärke der Politik ist. An der Schule arbeiten wir auch mit Rückmeldungen, aber da geht es mehr um Bildungsstandards, wo wir direkt auch eine Rückmeldung bekommen. Und die sind für uns inzwischen ganz, ganz wichtig geworden, um einen Teil unserer Arbeit, und ich sage sehr bewusst nur einen Teil, auch reflektieren, besser reflektieren zu können. Gerade so Fragen, die auch hier bei PISA aufgetaucht sind, wie Kinder mit Migrationshintergrund, wie finden sich die in unserer Schule zurecht, Lesekompetenzen bei Kindern mit sozioökonomischem schwierigem Hintergrund, wie können wir die in der Schule auffangen? Da ist die Ganztagsschule angesprochen worden, aber das ist ja nur ein kleiner Teil unserer Schule, wo wir uns bemühen. Das sind Dinge, die uns beschäftigen, aber weniger aus PISA, sondern eben aus den Bildungsstandards heraus. Die landen direkt an der Schule, diese Ergebnisse, mit denen gehen wir um. Aber soweit ich das richtig einschätze, PISA war der Anstoß, genau in die Richtung zu denken, zu testen. Und aus dem heraus sind ja dann nationale Testungen auch entstanden. Also ein Gewinn für die Schule, weil man mehr an Rückmeldungen kriegt. Da darf ich vielleicht noch kurz nachfragen, wenn Sie sagen, Sie spüren PISA an der Schule nicht. Heißt das, Sie würden sich wünschen, dass Sie PISA an Ihrer Schule spüren? Oder wenn ja, wie? Oder wenn nein, warum nicht? Ich denke, das muss man einfach auseinanderhalten. Das eine ist eben eine Rückmeldung an Bildungspolitik und das andere ist eine Rückmeldung an die Schule. Und insofern habe ich jetzt differenziert zwischen Bildungsstandards und PISA. Wünschen würde ich mir, dass wir viel an Evaluation und Rückmeldung bekommen und dann noch ein bisschen mehr an Autonomie, um die Dinge, die wir glauben, gut umsetzen zu können, auch wirklich in Angriff nehmen zu dürfen. Und da hapert es halt manchmal noch schon was her. Herr Dr. Bacher, vielleicht darf ich Sie auch gleich um ein Eingangsstatement ersuchen. Sie haben das jetzt gehört. Was löst es bei Ihnen aus? Welche Gedanken haben Sie dazu? Ja, mehrere, sozusagen einerseits wissenschaftlich und dann vielleicht bildungspolitisch. Wissenschaftlich ist interessant, dass es uns 2009 nicht gelungen ist, vermutlich den PISA-Boykott adäquat zu identifizieren. Wir haben das nicht geschafft, es wurde Versuche gemacht, es wurden Schulen ausgeschlossen. Wir haben auch hier einen Sonderforschungsauftrag gehabt, wir haben uns sehr genau die Stichprobenzusammensetzung angesehen, wir haben untersucht, die Vermutung war zum Beispiel, dass es extreme die Leistungsrückgänge stärker im AHS und BHS-Bereich gewesen sind. Das war alles nicht der Fall, es war so wahrscheinlich so eine allgemeine negative Stimmung, die was sich auf die Motivation ausgewirkt hat. Die Ergebnisse sind ja ein Produkt von Fähigkeiten mal Motivation, sodass es durchgehend in allen Schultypen, also es gab in allen Schultypen ungefähr den gleichen Rückgang, sodass wir ihn statistisch gar nicht identifizieren konnten. Trotzdem ist es vielleicht wissenschaftlich interessant, dass man zum Beispiel die Schulen, die ausgeschlossen wurden, die manifest boykottiert haben, die gar nicht ausgewertet werden konnten, das waren möglicherweise die leistungsstarken Schulen, vielleicht brauchen wir auch andere Imputations- oder Schätzmethoden. Also das ist einerseits das wissenschaftlich Interessante, wie kann es uns gelingen, so ein Phänomen in den Griff zu bekommen. Wir haben da wirklich sehr intensiv geforscht, es ist uns nicht gelungen. Rückblickend muss man sagen, dass das 2009er Jahr wahrscheinlich wirklich eine allgemeine Auswirkung war, sondern es war eine sehr negative Einstellung, die in allen Schultypen hinweg zu einer geringeren Motivation geführt hat. Das wäre meine These, was diesen methodisch-statistischen Teil anbelangt.
Das Zweite, was natürlich auch wissenschaftlich noch interessant ist und wo man jetzt weiter forschen kann, ist natürlich der Rückgang in die Länder, die uns lange als Orientierungsrahmen gedient haben, die skandinavischen Länder, dass die doch einen Rückgang aufzuweisen haben. Die OECD erklärt diesen Rückgang, soweit ich das jetzt lesen konnte, durch die Arbeitsmarktlage. Ich kann mir vorstellen, dass das für Finnland zutrifft. Auf Schweden würde ich stärker vermuten, dass dort die Probleme der Migration auch virulenter geworden sind, weil es doch jetzt auch einen sehr hohen Migrationsanteil hat. Man hat ja auch in der Zeitung gelesen, dass es in größeren Städten doch sehr deutliche Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen gegeben hat. Das wäre sozusagen das, was mich wissenschaftlich jetzt wieder reizen würde, wenn ich vielleicht etwas mehr Zeit hätte zu forschen. Inhaltlich sozusagen haben die Studien ja, wenn man jetzt das 2009 ja wegzieht, eigentlich gezeigt, dass es in den letzten 10 Jahren weitgehende Stabilität gegeben hat. Das gilt leider auch für die zwei großen Herausforderungen der Chancengleichheit und der Garantie eines Bildungsminimums, haben wir genannt. Das heißt, die Aufgabe steht ja auch in der Verfassung festgelegt. Österreich deklariert sich ja zu einem Bildungssystem, dass sozusagen die Leistungen unabhängig von der sozialen Herkunft sind. Steht in Paragraph 14, glaube ich, oder 15, dezidiert in der Bundesverfassung verankert. Und es garantiert sich auch darin, dass jeder Jugendliche befähigt werden soll, sozusagen, wenn er die Schule verlässt, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das heißt, so wie garantierendes Bildungsminimum, das ist nicht erreicht worden. Und da setze ich daran an, dass wir weiter nachdenken müssen, wie können wir die Chancengleichheit und das Bildungsminimum erreichen. Wobei ich derzeit den Schwerpunkt auf die Reduktion der Bildungsarmut oder einen Schwerpunkt darauf setzen würde, wie kann dieses Bildungsminimum garantiert werden. Jetzt haben Sie das zwar erläutert, aber ich möchte auch an Sie die Frage stellen, das heißt, weil das eine trenne ich von dem anderen, von dem, was das in Ihnen persönlich auslöst. Das heißt, welche Gedanken haben Sie zu diesem Ergebnis dieser Studie? Also ich persönlich war durchaus, ich bin versorgt, danke. Ich bin da ganz autonom heute. Das, was sich viele wünschen würden, hat sie schon erreicht. In einem kleinen Aspekt für eine gewisse beschränkte Zeit. Ich glaube, ich war durchaus, meine erste Reaktion war eigentlich Erleichterung. Wir haben ja die 2009er Ergebnisse auch aus unserer Perspektive sehr genau untersucht und konnten eben irgendwie nichts finden, was so auf einen globalen, großen, eine große Auswirkung des konkreten Boykotts abzielte. Und irgendwo stand so bei mir im Hinterkopf schon immer, war jetzt oder wird sich 2009 als Ausreißerjahr herausstellen oder hat das jetzt irgendwie einen Abwärtstrend eingeleitet oder zumindest eine Stabilisierung auf niedrigerem Niveau, zu sehen, dass das nicht so ist und dass es zumindest in diesem direkten Vergleich mal so weit bergauf geht, dass wir wenigstens wieder dort sind, wo wir mal waren, glaube ich, ist mal so ein Punkt einfach der grundsätzlichen Erleichterung, dass PISA nicht jedes Jahr oder in jedem Mal, wo wir präsentieren, irgendwie noch schlechtere Botschaften bringt und man irgendwie nicht immer nur Überbringer der ganz schlechten Botschaft ist, auch in Bezug natürlich auf das System und auf die Tatsache der Botschaft. Ich glaube auch, dass einfach ein ganz wesentlicher Aspekt immer noch ist, ein gewisses Minimum an Kompetenzen wirklich ganz breit zu sichern, auch wenn ich so das Gefühl habe, wenn ich die Ergebnisse anschaue, dass wir schon uns um die Spitzengruppen auch kümmern dürfen. Und dass natürlich die Zusammenhänge, die es mit familiären Faktoren gibt, einfach ein ganz wesentliches Problem sind. Jetzt muss ich prinzipiell einmal zur Studie etwas fragen, weil Sie das ja unterschieden haben zwischen dem, was Sie selbst an Rückfragen testen und an der PISA-Studie, die Sie jetzt als Botschaft für die Bildungspolitik sehen. Das heißt, kann man jetzt anhand dieser Studie feststellen, wie das Bildungsniveau in Österreich ist? Vielleicht an Sie, Herr Doktor, mal die Frage. Ja, ich glaube, was man feststellen kann, ist sozusagen ein Systemvergleich, welche Kompetenzen Schüler am Ende der Pflichtschullaufbahn im Vergleich zu anderen Ländern besitzen. So war ja auch die Studie angelegt. Das heißt, ein Vergleich, es wurde ja auch bewusst sozusagen Curriculum unabhängig getestet, nämlich nach Fähigkeiten und Kompetenzen in die Zukunft orientiert. Sozusagen, was braucht ein Jugendlicher, das war die Ausgangsüberlegung, was braucht ein Jugendlicher, wenn er die Pflichtschule verlässt, um erfolgreich am Leben teilzuhaben zu können? Wobei mir das
durchaus breit definiert war, nicht nur die Teilhabe am wirtschaftlichen Leben, sondern auch am sozialen und gesellschaftlichen Leben. Und das können wir sehr gut vergleichen. Gelingt es sozusagen den unterschiedlichen Schulsystemen, das zu vermitteln, dass ihm hier gewisse Mindestkompetenzen vorliegen, gelingt das zu vermitteln, unabhängig von der sozialen Herkunft. Und hier können wir die Länder vergleichen. Schwieriger wird es dann, wenn wir Unterschiede feststellen, was sind die Ursachen. Die sind dann sehr schwerer zu identifizieren. Aber zunächst das Ziel war ein Systemvergleich, sozusagen wie stehen die Schüler sozusagen am Ende der Pflichtschulzeit da. Das ist bei den meisten Ländern eben mit 15 und 16 Jahren. Also wie gut gelingt es da, die Jugendlichen schon vorzubereiten für eine aktive, für Teilnahme am Leben, für ein selbstbestimmtes Leben. Und da habe ich, wollen Sie dazu was sagen? Ja. Ich finde besonders interessant auch, oder für uns auch als wichtige Rückmeldung, dass die Freude am jeweiligen getesteten Gegenstand und vor allem auch dieses Zutrauen, ich kann das, wenn ich mich hinsetze und ordentlich arbeite, dann kann ich etwas schaffen, dass das auch einen großen Stellenwert bildet. Das finde ich besonders wichtig, weil so nach meiner Einschätzung, gerade wenn ich in Richtung lebenslanges Lernen denke, das meiner Meinung nach grundlegende Faktoren sind, die wir unseren Kindern oder Jugendlichen mitgeben müssen, damit sie sich bewähren. Und das ist eigentlich Aufgabe von Bildungspolitik. Und deswegen ist es für mich auch so positiv, dass das doch einen großen Stellenwert da in der Befragung auch einnimmt. Ja, immerhin 80% der Schülerinnen und Schüler gehen ja gerne in die Schule, wenn ich das richtig so gehört habe. Das heißt, sie haben Freude daran und das ist ja mal eine positive Rückmeldung einmal an die Schulen und auch an die Lehrerinnen und Lehrer. Ich muss jetzt eine provokante Frage stellen. Warum genügt es nicht, Durchschnitt zu sein? Wir sind überall im OECD-Durchschnitt. Wir dürfen niemanden zurücklassen, würde ich sagen. Es geht um diejenigen, die wir da verlieren. Und es geht um die Spitzengruppe, die mit entsprechender Verantwortung und Verantwortungsbewusstsein dann etwas umsetzen sollten für die Gesellschaft. Und das macht dann schon Sorge, wenn Leute die Grundkompetenzen, die sie brauchen, um, wie da geschildert worden ist, eben wirklich auch im Beruf, in ihrem Alltag bestehen zu können, nicht mitbringen. Das ist, denke ich mir, auf jeden Fall zu überlegen. Da geht es nicht darum, durchschnittlich zu sein oder Sportmeister, wie wir heute schon gehört haben. Platz 1 zu erreichen, wie bei den Olympischen Spielen, ganz wichtig, die Goldmedaille zählt. Und jetzt haben Sie gesagt, es ist schwierig, dann das umzusetzen, das heißt, woran liegt es? Wie kommen wir dann voran? Das heißt, was ist jetzt zu tun? Was braucht es jetzt Ihrer Meinung nach? Gut, man kann mit PISA kann man schon einige Ursachen identifizieren. Zum Beispiel, wir können die Länder vergleichen nach dem Erstselektionsalter. Das ist schon angesprochen worden, die Länder haben unterschiedliches Erstselektionsalter. Das ist ein Kriterium. Dann wird erhoben auf das zum Beispiel auch der Grad der Autonomie in den Schulsystemen. Das wird einerseits erhoben, sondern auf Schulleiterebene wird gefragt, wie groß die Autonomie aussieht im finanziellen Bereich, im persönlichen, also im Personalbereich und im curricularen Bereich. Also hier sieht Österreich zum Beispiel im Autonomiebereich ganz gering aus und wir können dann statistische Analysen durchführen, ob ein statistischer Zusammenhang zum Beispiel zwischen dem Grad der Autonomie und dem Anteil der Risikoschüler besteht. Und wenn man diese Analyse durchführt, dann sieht man eigentlich einen sehr klaren statistischen Zusammenhang, dass die in den Ländern, wo es mehr Autonomie gibt, auch der Anteil der Risikoschüler statistisch signifikant ist. Das bleibt auch bestehen, wenn wir andere Faktoren bestehen. Das heißt, es gibt klare Hinweise, dass im Autonomie dazu beitragen würde, den Risikoschüleranteil zu senken. Dann sind einige Kollegen, vor allem auch in Deutschland weitergegangen, die haben dann noch einen weiteren Faktor identifiziert, nämlich Autonomie plus regelmäßige externe Evaluierung führt dazu, dass der Risikoschüleranteil reduziert werden kann. Die externe Evaluierung hat Österreich derzeit, die Bildungsstandards. Die Autonomie fehlt noch, aber es kommt noch ein dritter Faktor dazu, der auch wichtig ist. Autonomie bedeutet ja auch, dass ich etwas Potenzial habe zu gestalten. Das heißt, Autonomie müsste auch verbunden sein mit einer adäquaten Mittelausstattung. Und das ist derzeit ein großes Problem, dass die Schulen auch überhaupt keine autonomen Mittel haben. Und dass die Schulen sozusagen immer gleich ist, wir haben im Prinzip der gleichen Kopfzahl. Das heißt, man bekommt für jeden Schüler pro Schultyp ungefähr die gleichen Vollzeitäquivalente und es wird nicht berücksichtigt die soziale Zusammensetzung der Schule derzeit. Das heißt, Schulen, die eine ungünstige soziale Zusammensetzung haben, bekommen es vereinfacht gesprochen gleich
eigentlich viel Mittel wie eine Schule, die eine günstige soziale Zusammensetzung hat. Und da haben wir auch im nationalen Bildungsbericht gezeigt, dass der österreichischen Schule das vor allem nicht dann nicht gelingt, die Schulen mit einer schlechten Zusammensetzung derzeit adäquat zu fördern. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein türkisches Kind hernehmen oder ein Kind aus einer bildungsfernen Schicht nehmen, das geben Sie in eine Schule, wo eine gute soziale Zusammensetzung hat, dann ist der Anteil Risikoschüler zu werden nur bei 20%. Wenn Sie in eine Klasse oder in eine Schule kommt, die eine ungünstige soziale Zusammensetzung hat, steigt das über 80% an. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich bemühen, die sozial benachteiligten Schulen zu stärken. Und eine Möglichkeit wäre, was wir auch schon mehrfach zugeschlagen haben, eine indexbasierte Finanzierung. Das heißt, dass die Schulen, die ungünstigere Startbedingungen haben, mehr Geld bekommen, verbunden mit einer Autonomie, dass die Schulen über dieses Geld frei verfügen können und sich eben dann einer regelmäßigen Evaluierung stellen. Also Sie sehen, man kann schon mit den Analysen einiges machen. Wir haben Systemfaktoren und wir können die miteinander in Beziehung setzen. Jetzt kommt Autonomie, auch von Ihnen der Wunsch nach Autonomie. Vielleicht können wir nur ganz kurz klären, was verstehen Sie darunter? Ich verstehe darunter, dass an der Schule reagiert werden kann auf die Probleme, die dort gesehen werden. Und dazu braucht es die Mittel, die wir zur Verfügung haben müssen. Dazu braucht es eine gewisse Flexibilität im Einsatz, wohin ich etwas gestalterisch legen darf. Zum Beispiel beim Ausbau einer Ganztagsschule, wie wir es an der Schule gemacht haben, beim Aufbau einer modularen Oberstufe, was immer man in dem Sinne halt für notwendig erachtet. Ich unterstütze das, dass man in bestimmten Bereichen einfach Mittel braucht, wo besondere Problemsituationen sich gebildet haben. Ich glaube, man braucht mehr Raum für die Kinder. Ich glaube, man unterschätzt in Österreich noch ganz massiv, inwieweit auch der Raum für die Kinder eine Rolle spielt. Und ich denke, man braucht die Autonomie auch deswegen, weil wenn vor Ort von Lehrern gemeinsam mit Schülern und Eltern etwas gestaltet wird, auch die Motivation aller Beteiligten um so vieles größer ist, als wenn die Vorgaben nur von außen kommen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Bevor ich das Thema Autonomie abschließe, fiel mir nämlich auf, dass Sie genickt haben, als Sie gesagt haben, im Vergleich bei den Statistiken, andere Länder, die mehr Autonomie haben an den Schulen, schneiden besser ab, vor allem in den Risikogruppen. Das heißt, das ist Ihnen auch so bekannt. Das ist mir grundsätzlich auch bekannt. Mir ist dann dazu noch etwas eingefallen, das ganz aktuell wurde. Im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse der öffentlichen Präsentation in Österreich, da war ja der internationale, ich nenne ihn jetzt mal ein bisschen despektierlich, PISA-Chef der OECD per Videokonferenz zugeschaltet, der unter anderem gefragt wurde, was denn da in Finnland und Schweden passiert sei. Und für Finnland keine wirkliche Erklärung hatte oder gemeint hat, die OECD hat noch keine und das wäre alles sehr komplex, aber in Schweden, was ganz interessant ist, vor allem in diesem Kontext der Autonomie geschildert hat, weil er gesagt hat, es wurde beobachtet, dass in Schweden die Autonomie ganz massiv gestärkt wurde, das wurde irgendwie über Bildungschecks gemacht und damit wurde auch das private Schulwesen natürlich entsprechend gepusht. Das ist grundsätzlich ein Autonomiefaktor natürlich. Was aber passiert ist, ist das, was dazu nicht gebaut wurde, was das, was Professor Bacher angesprochen hat, eine Art von Rechenschaftssystem dazu geschaffen wurde, dass also irgendwie bei der ganzen Autonomie des Weges irgendwie das Ziel verbindlich festgelegt wurde und auch die Überprüfung oder die Erreichung auch überprüft wurde und dass man deshalb jetzt angeblich in Schweden, ich habe die Daten noch nicht so genau angeschaut, aber angeblich extrem große Unterschiede zwischen Schulen feststellt, die auch seit PISA 2000 massiv gewachsen sind. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz ein deutliches Signal, sofern das stimmt, aber grundsätzlich in den Analysen passt das ja ganz gut, dass es oft nicht gut ist, an einer Schraube zu drehen, ohne sich zu überlegen, was man sonst noch für Schrauben braucht, sondern dass das oft eigentlich ein Package sein muss, um eine grundsätzlich positive Maßnahme auch zu einer positiven werden zu lassen. Herr Professor Bacher, Sie möchten da noch? Ich wollte nur die Unterschiede verdeutlichen. Das, was Schweden gemacht hat, ist sozusagen die Autonomie der Eltern zu stärken. Man hat quasi so einen Gutschein an die Eltern gegeben, aber das, wenn wir hier von indexbasierter Finanzierung der Schule sprechen, geht das Geld an die Schulen und nicht an die einzelnen Personen. Die Idee war das, dass dann die Eltern sozusagen dann den Gutschein bei unterschiedlichen Schulen einlösen können. Ich glaube, das wäre noch wichtig zu beachten. Sonst ist natürlich wichtig auch, dass man immer ein Gesamtpaket schmiedet. Vielleicht
noch etwas eben zu dieser Autonomie, was erforderlich ist. Ich glaube, es ist ganz zentral, dass natürlich so eine Autonomie, wenn man es der Schule ein Geld geben würde, dass sie auch wieder mal signalisieren wird, dass wir ein Vertrauen in die Schule haben. Das heißt, wir nehmen an, dass die Schulen vor Ort, so wie es hier gesagt worden ist, am besten wissen, wie sie das Problem lösen können. Das heißt, nicht von oben verordnet, sondern sie bekommen tatsächlich ein bestimmtes Budget, über das sie frei verfügen können, allerdings dann nach einer gewissen Zeit eine Rechenschaft ablegen. Und aus meiner Sicht müsste man diese Autonomie auch verknüpfen mit einer stärkeren, das zeigt auch die Forschung, also nicht die an PISA angesetzte Forschung, das kann man aus PISA nicht ableisten, aber es werden ja auch immer zu PISA ergänzend zum Beispiel Länderstudien durchgeführt, wo eben die Länder angesehen wird, die besonders gut abschneiden, was machen die in diesem Bereich. Und da hat es im 2012 auch einen Bericht gegeben zu sozial benachteiligten Schulen und da hat sich gezeigt, dass eben die regionale Einbettung der Schulen sehr wichtig ist. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, dass man so etwas wie eine erweiterte Schulpartnerschaft schafft, wo auch der Schulerhalter mehr Mitspracherecht hat. Zum Beispiel im Pflichtschulbereich hat ja derzeit die Gemeinde, die Stadt kaum ein Mitspracherecht. Und dann auch, wenn es darum geht, zum Beispiel Übergang in den Beruf, auch stärker potenzielle Arbeitgeber einzieht. Das heißt, die Idee wäre die, das auch noch verknüpft mit einer wieder neuen Demokratisierung der Schule, wo auch stärker Schulpartner wieder in den Entscheidungsprozess eingebunden wird. Das hat sich gezeigt, das ist ein zentraler Faktor. Die Schulen, das Geld alleine reicht nicht sozusagen als Potenzial, um die Probleme zu lösen, wenn man Probleme hat, sondern man muss auch noch Partner mit ins Boot holen, um tatsächlich diesen Risikoschüleranteil zu lösen. Der ist in Österreich wirklich sehr hoch und der konzentriert sich wirklich auf die Schulen, auf die sozial benachteiligten Schulen. Ich darf gleich einmal meinen Blick zu Ihnen schwenken lassen. Bitte schön. Wolfgang Pfeil, ich bin vom Landeselternverband der Pflichtschulen. Ich möchte nur zwei kurze Feststellungen machen. Also aus meiner Sicht glaube ich, und ich sehe den Blick schon sehr stark auf Europa auch gerichtet von meiner Seite, dass wir uns eigentlich in guter Gesellschaft befinden und dass wir kein Koma-Patient sind in Österreich in unserem Schulsystem. Das heißt, ich glaube, dass wir, wie wir auch gesehen haben, uns mit den anderen Ländern vergleichen können, dass es natürlich gut tut, wenn wir uns dort oder da noch verbessern, ist keine Frage. Zur Systematik hätte ich allerdings schon Anmerkung oder auch eine klare Frage an Sie auch, wie Sie die Ergebnisse in Asien sehen. Ich meine, ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, da hört man, dass beispielsweise extreme Vorbereitung gibt in Korea oder in anderen Ländern, inwieweit wir uns mit Hongkong vergleichen, weiß ich nicht. Und man weiß aber, was auch klar auf der Hand liegt, dass doch das Schulsystem dort, wenn man Drill und andere Dinge anschaut, die dort üblich sind, von denen wir uns vor 20 Jahren oder 30 Jahren verabschiedet haben, dass die dort an der Tagesordnung sind, möglicherweise einen Einfluss haben. Das heißt, meine Frage, wer sind heute Vergleiche mit Südkorea oder mit diesen Ländern, die Sie da ganz oben anführen, sind die wirklich auch von den Wettbewerbsbedingungen fair? Konkret noch einmal, es gibt Anzeichen, dass dort wochenlang die Schüler massiv vorbereitet werden auf diese Testungen. Fair oder nicht? Grundsätzlich läuft der Test überall gleich ab. Die grundsätzlichen Bedingungen des Tests sind gleich. Es stünde uns grundsätzlich auch offen, unsere Schüler wochenlang auf den PISA-Test vorzubereiten. Ich möchte das nicht empfehlen, aber grundsätzlich hätten wir auch die Möglichkeit. Ich glaube auch, dass das ganz andere Bedingungen sind, dass natürlich auch, ich nenne es jetzt mal, kulturelle Unterschiede in Einstellungen, in der Herangehensweise da ganz massiv sind in manchen Bereichen. Ich würde aus diesem Ergebnis noch nicht schlussfolgern, jetzt schneidet Shanghai so gut ab, wir stülpen alle Ideen des Systems aus Shanghai über Österreich, abgesehen davon, dass es nie funktionieren würde. Wollen wir das vielleicht auch nicht? Das würde auch unserer Einstellung und unserer Kultur nicht entsprechen. Ich glaube, man sieht dadurch so ein bisschen, was grundsätzlich möglich ist. Man muss vielleicht auch ein bisschen hinschauen, welche sozusagen unerwünschten Nebenwirkungen das hat. Ich glaube nicht, dass die Ergebnisse uns jetzt sagen, das ist jetzt so das Leuchten am Ende des Tunnels und wir wollen in Richtung Shanghai gehen. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu und im globalen Wettbewerb spielt Shanghai vielleicht eine andere direkte Konkurrenz als vielleicht Deutschland oder die Schweiz zu Österreich, aber sie sind auch in diesem Wettbewerb. Frau Ullmann? Also was mir dazu eingefallen ist, wie ich mir das Ergebnis angeschaut habe, der Wert, der zum Beispiel der mathematischen Bildung gegeben wird,
den schätze ich ein, dass der dort deutlich höher angesetzt wird als bei uns. Und das wirkt sich meiner Meinung nach massiv auf die Motivation und damit auch auf die Kraft der Schüler in diesen Fächern aus. Also ich sehe da die Schüler und Schülerinnen auch ein bisschen als Spiegel unserer Gesellschaft. Wenn wir diese Werte, mathematische Kompetenzen, hoch ansetzen und das als echtes Ziel formulieren, dann werden auch mehr Schülerinnen und Schüler, da bin ich überzeugt davon, das positiv erreichen. Und das ist dort einfach besser gegeben. Sie haben eine Frage? Eine Frage an die Frau Dr. Schreiner, und zwar ist für mich spannend, es wurden ja im Jahr 2012 auch die Bildungsstandards in Mathematik auf der 8. Schulstufe überprüft, und wo sich für mich die Ergebnisse völlig auseinanderteilen, ist zum Beispiel im Unterschied zwischen dem Buben und dem Mädchen. Bei der Mathematiküberprüfung der Standards war dieser Unterschied im Bereich bei 7 Punkten und bei PISA ein Jahr später, im Prinzip, was die Schülerpopulation betrifft, liegt er bei 22 Punkten. Wie ist das erklärbar? Die zweite Ebene betrifft eben genau die Freude an Mathematik. Da war ja auch die Österreich-Auswertung so, dass die Freude eigentlich bei 70% positiv war. Da gibt es keinen Unterschied, also keinen Unterschied zwischen Buben und Mädchen. Und das sind für mich spannende Ergebnisse. Wir haben einerseits eine Vollerhebung, die zwar nicht dieselbe Gruppe jetzt überprüft hat, aber wo man sagen kann, die liegen ja doch ähnlich jetzt vom Alter her. Gibt es da Erklärungen, warum das sein kann, warum sich da Standardüberprüfungen von den PISA-Ergebnissen so konträr eigentlich unterscheiden? Also ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten in den Ergebnissen, zum Beispiel die Entwicklung von 2009 weg, gewisse Entwicklungen zum Beispiel in mathematischen Subbereichen, gerade bei den inhaltlichen Bereichen. Sie haben jetzt eher die konträren Dinge herausgegriffen. Grundsätzlich ist es so, dass wir in Summe beobachten, dass Leistungsunterschiede im Lauf der Schullaufbahn zwischen Mädchen und Burschen in Mathematik größer werden. Das erklärt das nicht ganz, weil die Unterschiede, die wir in der Volksschule bei TIMSS messen, sind schon ein bisschen größer als das, was wir bei den Bildungsstandards beobachtet haben. Ich weiß es nicht, ob es in irgendeiner Form mit dem Konzept des Tests zu tun hat. Persönlich hätte ich eigentlich geglaubt, dass PISA die Mädchen bevorzugt, was Mathematik angeht, weil es so stark eingebettet ist, weil man ein bisschen mehr lesen muss, was ja eigentlich eine Stärke der Mädchen ist. Wo wir, glaube ich, keine so großen Unterschiede finden, ist in den Einstellungssachen bei den Standards waren die Hauptergebnisse eher im Bereich Selbstkonzept und Selbstwahrnehmung, was ja da auch durchschnittlich ist. Ich glaube nicht, dass wir Ergebnisse zu Freude ganz konkret hatten, und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir die Freude ja immer nur absolut messen, also nur ist gut, aber absolut messen, aber keinen Vergleichsmaßstab hätten. Das Selbstkonzept, das jetzt im OECD-Durchschnitt liegt, ist durchaus, wenn man die Einzelitems anschaut, wo wir in der Interpretation immer beschreiben, unsere Schülerinnen haben durchaus Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, und das ist eigentlich ganz okay. Aber die Geschlechtsdifferenzen zeigen sich in allen Bereichen. Die OECD hat das in ihrer Country Note mal ganz massiv auf die starke Gliederung des Systems und auf die unterschiedliche Schlichtung sozusagen von unterschiedlichen Interessen in unterschiedliche Schulformen geschoben. Ich kenne allerdings nur diese pauschale Zuordnung oder Zuschreibung der Ursache, kenne aber ehrlich gesagt keine Analysen, die das unterstützen würden, deshalb kann ich das quasi nur so zitieren, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich belegen lässt oder ob das eher so eine globale Einschätzung einer Person oder einer Gruppe ist. Aber weil wir gerade beim Thema, wollen Sie jetzt zu diesem Thema, oder darf ich da ganz kurz noch was nachfragen und dann gleich zu Ihnen, weil wir schon bei den geschlechtsspezifischen Unterschieden sind und bei dem das zu eruieren, gibt es eine Erklärung Ihrer Meinung nach, wie denn das zustande kommt, gerade in Mathematik? Warum haben Mädchen in Österreich so wenig oder verhältnismäßig wenig Freude damit, und ich möchte dann auch sagen, Interesse daran? Vermutungen, Fantasien, aber keine Erklärung. Beschäftigt mich, seit ich Lehrerin bin, also schon sehr, sehr lange. In meinen ersten Dienstjahren habe ich bei einer Studie mitgemacht, wo
eruiert wurde, ob im Unterricht Mädchen oder Buben, Mathematikunterricht, Mädchen oder Buben häufiger drankommen und dadurch mehr motiviert sind, sich zu beteiligen und damit auch mehr besser zu besseren Leistungen geführt werden. Und ich war überzeugt, dass ich als Mathematiklehrerin natürlich gleichermaßen Buben und Mädchen dran nehme, ob da mehrere Filmsequenzen halt über mich ergehen lassen müssen, und habe festgestellt, dass die Jungs 10-mal so oft, 20-mal so oft drankommen und sich auch deutlich dann, aus welchen Gründen auch immer, beteiligen. Die ziehen einfach die Energie auf sich, und speziell im Mathematikunterricht. Hat mich damals total überrascht. Es hat sich bis jetzt, glaube ich, in dem Bereich nicht wirklich was weiterentwickelt, aber es wäre wichtig, dort genau hinzuschauen. Ich glaube ein bisschen, dass der Zugang zur Mathematik unterschiedlich gelegt werden sollte. Mädchen, so wie ich sie im Mathematikunterricht erlebe, wählen eben eher den spielerischen, kreativeren, sprachlichen Zugang zur Mathematik, und die Jungs sind doch dann eher auf der sachlichen Linie unterwegs. Die Mathematik, wie sie in den Büchern im Moment noch drinnen steckt, bedient da eher die Buben. Und die Mädchen nehmen sich zunehmend zurück, wenn Jungs ihr Revier in Anspruch nehmen. Da ist wirklich zu überlegen, ob man nicht in einzelnen Sequenzen einmal die Jungs und die Mädchen voneinander getrennt mit Problemen sich auseinandersetzen lässt. Also über all diese Dinge denken wir nach, aber wirklich eine Erklärung haben wir nicht. Möchten Sie da was dazufügen? Ja, vielleicht zwei Anmerkungen. Erstens, diese große PISA-Diskrepanz, die wir diesmal feststellen, wenn man da in die Subdimensionen sieht, stellt man fest, dass das primär auf eine Subdimension zurückzuführen ist, nämlich auf Räum und Darstellung, wo die Differenzen fast an die 40 Punkte liegen, sodass eine Erklärung wäre, dass das in den Bildungsstandards, die ja stärker curricularbezogen sind, dieser Bereich vielleicht nicht so stark abgesetzt wird. Mit den Geschlechterunterschieden haben wir uns auch schon sehr intensiv beschäftigt. Allerdings mit der anderen Seite, nämlich warum die Mädchen im Lesen so viel besser sind. Man muss ja nach wie vor sehen, dass die Burschen zwar um 20 Punkte jetzt in Mathematik besser sind, aber die Mädchen sind um 40 Punkte, also um das Doppelte im Lesen besser. Und mit diesen Unterschieden haben wir uns in mehreren Forschungsprojekten sehr ausführlich beschäftigt. Ein wichtiger Punkt ist die Geschlechterstereotype, die gemacht werden, also dass nach wie vor klassische Geschlechterstereotype bestehen, die auch darin bestehen, dass Buben dann im Freizeitbereich Verhaltensweisen zeigen, die nicht den Schulerfolg fördern. Wir unterscheiden da strukturierte Freizeitaktivitäten, die den Schulerfolg fördern. Das wäre Theaterspiel, Lesen, Musik hören, kommunizieren. Das machen die Mädchen, und das fördert auch dann die Lesekompetenz und die Schulleistungen und bringt sozusagen dieses 20 Punkte plus gegenüber den Burschen, während die Burschen eher Aktivitäten ausführen im Freizeitbereich, die den Schulerfolg nicht besonders fördern. Das heißt, die machen auch Aktivitäten, die eher dem Schulerfolg hinderlich sind. Ein weiterer wichtiger Punkt haben wir gesehen, weil das oft so angesprochen wird, die Feminisierung der Schule. Damit ist gemeint, dass es immer mehr weibliche Lehrkräfte gibt, ist ein Indikator. Ein anderer Indikator ist, dass das Schulmaterial, also das Lesematerial, sehr stark sozusagen auf die Frauen, es gibt viele. Und der dritte Punkt ist, dass es viele also Mädchenförderprogramme gibt, die sozusagen die Burschen benachteiligen. Da konnten wir nicht feststellen, dass das ein Effekt des Geschlechtes Lehrers auf die Leseleistungen und die Mathematikleistung konnten wir nicht feststellen. Wir konnten auch nicht, was wir allerdings feststellen konnten, war interessant. Wir haben dann beim Lesen gefragt, was in der Schule gelesen wird, dann haben wir unterschieden Romane, also klassische Literatur, und das, was man sagt, das fördert die Burschen, nämlich die Sachliteratur, also eher Sachtexte. Und zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, wenn man sich hier tatsächlich Sachtexte einsetzt, werden die Leseleistungen sogar schlechter, die fallen schlechter aus als ohne diese Sachtexte, was uns dann veranlasst hat, dass vielleicht eine Literatur oder ein Text, der gelesen wird, doch eine gewisse kognitive Anforderung hat und das vielleicht für die Sachtexte oft nicht genügen. Das heißt, im Bereich des Lesens, glaube ich, gibt es schon sehr wichtige Hinweise auf die Erklärung der Unterschiede. Also insgesamt schneiden die Mädchen besser ab, und das hat sehr stark mit dem Freizeitbereich zu tun, und der Freizeitbereich ist klar Geschlechterstereotyp. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Differenzen vor allem in der Pubertät größer werden. Sie sind beim Übergang nach der Volksschule noch deutlich geringer. Das hat mit der Pubertät zu tun, wo die Orientierung an die gleichaltrigen Gruppe. Sie schließen sich dann auch mit 18, 19 wieder etwas bei den Geschlechtern. Und wie gesagt, wo
der dritte Punkt ist im, tatsächlich im Unterrichtsstil, das haben wir jetzt für Mathematik noch nicht geforscht. Manchmal muss man vielleicht sagen, dass vielleicht gut gemeinte Ideen, so wie ich lese jetzt Sachliteratur, gar nicht die Wirkung haben, die man ursprünglich vermutet hat. Kann ich das jetzt simpel so formulieren bei Mathematik zum Beispiel, wenn die Angabe jetzt nicht wäre auf Segelschiffe und Motoren bezogen, sondern vielleicht auf irgendetwas anderes, wo Mädchen mehr Zugang haben in ihrer Fantasie, dass es dann leichter fallen würde, möglicherweise das Interesse zu wecken? Das habe ich nicht gemeint. Also ich denke, das ist durchaus unabhängig vom jeweiligen Gegenstand. Mädchen interessieren sich auch für Segelschiffe, nehme ich einmal an. Es geht eher darum, welchen Weg ich denn den Schülerinnen und Schülern vorschlage oder ermögliche. Also zum Beispiel eine Vielfalt von Lösungszugängen und das dann vielleicht noch in einer Kommunikation im Team miteinander zu arbeiten, würde ich jetzt einmal so einschätzen, kommt dann eher den Mädchen zugute, während die Burschen, so nach meiner Einschätzung, eher eine straighte Aufgabe mit konkretem Ziel, die sie auf einer Linie erreichen wollen, in Angriff nehmen würden. Aber das ist sehr heruntergebrochen, vereinfacht. Also das will ich jetzt nicht so stehen lassen, dass das einfach so ist. Ja? Ja. Also das ist eine mögliche ein Versuch wäre es wert. Genau, ja. Richtig, über diese Dinge nachzudenken. Ja. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld. Bitte schön, Ihre Frage. Mein Name ist Josefine Danzinger, ich bin Mutter einer 12-jährigen Tochter. Und zweifelsohne ist es so, dass wir anhand von dieser PISA-Studie ja irgendwo eine Ahnung kriegen, wo wir im internationalen Vergleich liegen. Und doch würde ich mir wünschen, dass auch hier so etwas wie der kulturelle Kontext eine Rolle spielen soll, beziehungsweise Zahlen zum Input und Output. Und damit meine ich, wie viele Stunden verbringen Kinder in der Schule, beziehungsweise mit Leistung, beziehungsweise wie viele Stunden verbringen sie in diesem Zusammenhang zu Hause, weil wir haben ja heute gehört, dass diese Lesekompetenz ja in einer Zeit beginnt, in der unsere Kinder Kinder sind und auch eine Kindheit haben wollen. Und meiner Meinung nach müsste das mit dazu abgetestet werden. Und dann stellt sich in weiterer Frage, ob wir als Eltern überhaupt wollen, jetzt salopp gesagt, dass die Qualität der Kindheit zugrunde geht, nur aufgrund unserer Leistungsgesellschaft. Das ist das eine. Und die zweite Frage wäre, ist es angedacht, dass man sozusagen die PISA-Studien erweitert in Richtung Abtestung der sozialen Kompetenz unserer zukünftigen Bürger auf dieser Welt, weil ich denke, dass diese Kompetenz eine genauso große Rolle spielt wie Kompetenz in Mathematik oder beim Lesen. Damit meine ich die Auswirkung auf unser Leben, ja, auf unsere Gesellschaft. Dankeschön. Wer möchte sich welcher Frage annehmen oder alle drei beiden Fragen? Na, Sie dürfen. Ich habe da eher weniger eine Frage als einen Aufruf dazu gehört, lasst Kinder auch Kinder sein. Ja. Und was mir noch bei dem, was Sie geschildert haben, aufgefallen ist, Sie haben gesagt, wie viele Stunden werden mit Leistung verbracht? Es geht nicht nur um die Anzahl der Stunden, zum Beispiel, die ein Kind an der Schule verbringt, sondern wie verbringt es diese Stunden? Mit welcher Unterstützung, mit welcher Motivation, mit welchem Ziel, mit welchem Sinn von innen heraus oder von außen gegeben? Darum geht es eigentlich. Und wenn wir Schule so gestalten können, dass die Kinder sich dann dort wohlfühlen, wie wir gehört haben zumindest, weitgehend, und dass letztendlich die Grundkompetenzen da sind und der Mut und die Bereitschaft, etwas zu erreichen und sein eigenes Leben zu gestalten, dann sind wir auf der Gewinnerseite, auch nicht in Shanghai. Zur zweiten Frage, die darf ich vielleicht an Sie richten, ob eine Ausweitung der PISA-Studie in mehreren Kompetenzen jetzt angedacht ist. PISA hat sich eigentlich ganz am Anfang zum Ziel gesetzt, immer Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften als Grundbereich zu haben und irgendetwas,
übergreifendes, innovatives möglichst dazu auch noch aufzunehmen. So gab es bei PISA 2000 noch in Form von Fragebogenskalen Überprüfungen von cross-curricularen Fähigkeiten. Es gab bei PISA 2003 und 2012 jeweils einen zusätzlichen Testteil zu Problemlösen in unterschiedlicher Herangehensweise. Man hat sich dann später dem Lesen von elektronischen Texten gewidmet. Also es wurde schon immer versucht, im Rahmen der Möglichkeiten irgendwie noch einen weiteren Aspekt abzudecken. Dieser Aspekt wird im Prinzip ausgewählt, indem es verschiedene Vorschläge gibt, indem die mehr oder weniger elaboriert sind und die OECD-Länder, die im Grunde ja das Gremium bilden, das PISA steuert, halt so ihre eigenen Interessen abwägen und sie gegeneinander abwägen. Auf der Liste zurzeit stehen schon einige ganz innovative Dinge, die grundsätzlich in den nächsten Jahren kommen könnten, die in ein bisschen andere Richtungen gehen, als was wir jetzt gesehen haben. Da gibt es zum Beispiel etwas auf der Liste, wo es um musikalische Fähigkeiten geht. Das wird nicht ganz so schnell kommen, würde ich mal vermuten, weil da vermutlich relativ lange Vorlaufzeiten sind, bis man herausgefunden hat, wie und was man denn da so genau international vergleichend messen kann. Da gibt es auch was ein bisschen in Ihre Richtung geht. Es geht eher um so globalere Fähigkeiten zur Teilhabe an der Gesellschaft, wo Sozialkompetenz ein Teil davon ist. Und noch ein paar andere Dinge, was davon kommen wird, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest wird darüber diskutiert, auch solche Dinge aufzunehmen. Wenn, dann ist es ein kleiner Zusatzaspekt. PISA wird aus meiner Sicht sein Ziel weiterverfolgen, das es sich selbst gesetzt hat, nämlich einfach die Grundkompetenzen zu messen. Das heißt nicht, dass andere Dinge nicht wichtig sind, sondern dass vielleicht nicht alles irgendwie man über PISA messen muss. Ich darf vielleicht noch einen Satz zu Leseerziehung Beginn zu früh sagen und was hat das mit, wie ist das mit Lass Kinder Kinder sein in Einklang zu bringen? Ich glaube, da muss man einfach auch sich überlegen, was denn damit gemeint ist. Wenn jetzt da frühkindliche Bildung angesprochen wird, wenn frühe Maßnahmen angesprochen werden, dann ist da nicht gedacht, dass Eltern mit ihren vierjährigen Kindern zu Hause sitzen und Buchstaben lernen oder ihnen irgendwie verzweifelt versuchen, selbst Lesen beizubringen. Das ist nicht das, was die Forschung dann normalerweise anspricht, sondern da geht es eher darum, dass man einfach festgestellt hat, dass Vorläuferfertigkeiten einfach ganz spielerisch gut gefördert werden können und das in vielen Fällen einfach auch passiert, ohne dass, glaube ich, Eltern sich oft so bewusst sind, dass sie da jetzt Vorläuferfertigkeiten des Lesens fördern. Wenn sie mit ihren Kindern singen, wenn sie Bilderbücher anschauen, wenn sie vorlesen, wenn sie Reimwörter suchen oder solche Dinge tun. Und das sind auch die Dinge, die sich dann später, zumindest erinnert aus den Elternfragebögen, mit den Leistungen wieder in positiven Zusammenhang finden und nicht so sehr die Aktivitäten, die so nach Lernen klingen. So, ich habe jetzt ein Buchstabenlegespiel und wir versuchen schon Wörter zu lesen, obwohl mein Kind noch nicht in die Schule geht. Also die Dinge, die so gar nicht nach Kindheit und so nach Leistung klingen, sind gar nicht die, die da so stark liegen. Naja, das Lesekompetenzzentrum wird ja aktiviert schon mit 3 Jahren, wenn man den Kindern vorliest. Und das ist ja Kindheit, wenn die Mama kommt und liest und nicht prüft, sondern vorliest. Ich sehe, Sie haben ein Mikrofon in der Hand. Guten Abend, mein Name ist Magister Philipp Schrangl, ich bin Nationalratsabgeordneter. Mich etwas interessiert und zwar, wie schaut das aus? Wir haben heute schon gehört, die Schweden haben an einer Schraube gedreht, das hat nicht so gut funktioniert. Gibt es Länder in der PISA-Studie, die seit 2000 ihr Schulsystem geändert haben und wo sich signifikante Ergebnisveränderungen gezeigt haben? Also entweder schlechter, weil sie wie die Schweden eben nur an einer Schraube gedreht haben, oder gibt es auch welche, wo man wirklich erkennen kann, einen langfristigen Trend, nicht so wie bei Österreich eine kleine oder ein Ausreißer, sondern wirklich einen langfristigen Trend, dass man immer besser wird. Und was haben die gemacht? Und könnte sich der Österreich ein Beispiel nehmen? Kann auch Österreich an diesen Schrauben drehen und nicht nur komplett das Schulsystem umstellen, was ja leider ein zu sehr ideologiebehafteter Streit ist? Danke. Vielen Dank für die Frage. Geben Sie Ihr Mikrofon gleich nach hinten weiter. Aber zuerst brauchen wir noch die Antwort. Entschuldigung, dass wir mal diese Frage beantworten. Ja. Ja, vielleicht nur ein Beispiel herauszugreifen, das hat ja auch die Frau Schreiner genannt, wer sich in den letzten 10 Jahren kontinuierlich verbessert hat, ist Deutschland, das hat kontinuierlich verbessert und die deutschen Kollegen diskutieren das eben sehr stark im Konnex mit dieser Umstieg auf einen kompetenzorientierten Unterricht, der ja auch in Österreich praktiziert wurde, das heißt Deutschland hat ja 2000 auf die PISA-Ergebnisse reagiert
Und eine Maßnahme, wahrscheinlich sind es auch in Deutschland wieder mehrere Maßnahmen, die genannt werden. Eine Maßnahme, sozusagen, die hier oft in diesem Zusammenhang genannt wird, ist eben die starke sozusagen, Kompetenzorientierung, der Umstieg sozusagen, von der Wissensvermittlung zur Kompetenzvermittlung, das heißt auch der Förderung von Fähigkeiten. Dann, was Deutschland auch gemacht hat, ist, dass sie natürlich extrem viel Geld in die Bildungsforschung investiert hat, was in Österreich nicht der Fall ist, dass tatsächlich die Maßnahmen, die gesetzt werden, auch durch Forschung untermauert sind. Und dann immer ein Beispiel, wo auch eine große Forschungsstruktur aufgebaut worden ist, sind in dem Bereich der Ganztagesschulen, auch der Kinderbetreuung, die in Deutschland auch massiv gefördert wurden. Um die zweite Frage noch eine Antwort von Ihnen einzuholen, kann sich da Österreich was abschauen, Ihrer Meinung nach, oder ist das gar nicht vergleichbar mit uns, was die Deutschen machen? Gut, ich meine, Österreich hat ja verspätet, Österreich hat ja auch begonnen, die Kompetenzorientierung einzuführen, zeigt sich ja auch dann letztlich in den Leistungsstandards, also aber auch in Österreich sind schon viele Lehrbücher jetzt auf kompetenzorientierten Unterricht umgestellt. Österreich hat auch begonnen mit einem Ausbau des Ganztagesschulsystems, allerdings wesentlich später und auch derzeit ein sehr stark quantitativer Ausbau ohne qualitative Struktur, konzentriert sich sehr stark auf die Nachmittagsbetreuung, die verschränkten Formen sind sehr gering und beim Ganztagesausbau ist auch zu erwähnen, also beim Ausbau der Nachmittagsbetreuung, dass er sich sehr stark auf die Gymnasium konzentriert. Ich glaube, über 80% der Gymnasien bieten eine Nachmittagsbetreuung an, aber glaube ich nur, weiß gar nicht, ob es 50% sind, da müsste ich in die Daten machen, ich glaube 50% der neuen Mittelschulen und bei den Hauptschulen sind es 20%. Also genau in den Schulen, wo wir sagen, die würden Formen der nachmittäglichen Betreuung brauchen, fehlen derzeit die Struktur. Insgesamt würde ich sagen, ein Teil der Politik orientiert sich auch an Deutschland. Das sind sicherlich Maßnahmen, die auch in Österreich gesetzt wurden. Noch stärker könnte man, was Deutschland auch gemacht hat, was ich angesprochen habe, ist die mittelindexbasierte Finanzierung. Die ist in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg realisiert. Also auch Deutschland hat einige dieser Maßnahmen, die wir in Österreich in der Bildungsforschung diskutieren. Dankeschön, bitte. Ja, Fritz Bauer, Vater einer schulpflichtigen Tochter und ehemals auch Elternvertreter. Was mich schon sehr gewundert hat, ist, dass ein Vertreter der Eltern hier sagt, die Ergebnisse sind schon okay, wir sind so in der Mitte Europas. Wir haben jetzt über 12 Jahre im Wesentlichen dasselbe Ergebnis, eine Risikogruppe von 20-25% plus eine Out-of-School-Group von 5%, das heißt de facto in der Größenordnung von 30%. Das kann uns doch nicht gleichgültig sein. Das ist doch nicht möglich, dass es gleichgültig ist. Und ich denke, man muss sich schon auch anschauen, wo denn auch Ursachen liegen, über die man ganz offensichtlich nicht spricht, weil es nicht schick ist, nämlich die Frage der frühen Selektion. Der nationale Bildungsbericht zeigt ganz deutlich, dass das Schulsystem in Österreich mit seiner frühen Selektion nach der vierten Schulstufe bei PISA weitaus weniger große Risikogruppen hat als bei PIRLS nach der vierten Schulstufe, weitaus weniger große Risikogruppen hat als dann bei PISA. Der nationale Bildungsbericht zeigt genauso, dass wir höhere Spitzenleistungen haben nach der vierten Schulstufe bei PIRLS, als wir es bei PISA haben. Das muss uns doch zu denken geben, dass diese geheiligte Struktur der frühen Selektion ganz offensichtlich weder unten nützt noch oben nützt. Andere schauen besser aus, wir haben keine durchschlagenden Erfolge. Und darum denke ich, man muss viel ehrlicher über das reden, was nicht funktioniert. Man muss sich viel mehr anstrengen, man muss vor allem diesen wahnsinnigen politischen Streit des Rechthabens in diesen Bereichen zu einem Ende bringen. Wenn man sich überlegt, dass gegenwärtig eine Diskussion bei den Koalitionsverhandlungen über eine Veränderung des Schulsystems tobt, da kann ich nur sagen, gute Nacht Österreich. Das ist das, was in Deutschland der schlimmste Fehler des Bildungssystems ist, wo nichts weitergeht. Also ich glaube, wir müssen uns viel mehr anstrengen, wirkliche Veränderungen hinbringen, wie wir es gehört haben. Mehr Ressourcen, mehr Autonomie, mehr externe Evaluation, Kontrolle und natürlich muss das zentrale Punkt ist, dass der Unterricht verbessert werden muss und dazu gehören auch die Verbesserung der Kompetenzen aller Beteiligten. Aber es ist völlig unmöglich, dass wir nicht über Struktur reden, weil Struktur hat sich nicht bewährt. Das ist zur Diskussion.
Möchten Sie, es war ja keine Frage beinhaltet, es war ein Statement sozusagen, ein Beitrag, aber Sie haben jetzt zur Luft geholt, dass ich vermute, Sie möchten dazu was sagen. Was mir einfach dazu einfällt ist, und jetzt wird über Bildungsentwicklung, Weiterentwicklung auf der Form diskutiert, dass man eigentlich Lehrern und Schulen das Vertrauen entzieht und die Lehrverpflichtungen, die Zeit, die jeder Lehrer dann direkt vor Ort verbringen muss, noch erhöht und damit den Druck nur mal verstärkt. Und eigentlich sollte es um andere Maßnahmen gehen, über die man ganz offen nachdenken muss in alle Richtungen. Und über das wird nicht wirklich nachgedacht. Im Hintergrund lauert eben das Sparpaket. Und da sind wir dann, glaube ich, nicht gut unterwegs. Deswegen habe ich da ein bisschen aufgestöhnt. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen etwas beitragen in unserem Rahmen, den wir hier hatten. Bitte? Ja, wir hätten noch ungefähr 30 Wortmeldungen, aber bitteschön. Guten Abend. Was für mich ein bisschen unklar ist, Shanghai, Hongkong, Singapur, asiatische Staaten sind doch dafür bekannt, dass sie drillen. Ja? Und Drill ist ja nicht unbedingt etwas, was mit einer persönlichen Beziehung zwischen Lernbegleiter und Jugendlichen zu tun hat. Die haben bei PISA Spitzenwerte. Seitens der Hirnforscherinnen habe ich gehört, dass Angst am Lernen hindert. Die Wohlfühlquote in Österreich, haben wir gesehen, ist eigentlich sehr gut. Wie schaut die in den asiatischen Ländern aus? Und wie lässt sich diese Diskrepanz erklären, dass unter menschlich schlechten Bedingungen diese Spitzenleistungen herausgepresst werden? Suizidrate soll dort deutlich höher sein, habe ich gehört. Danke. Gibt es dazu etwas, dass Sie wissen, ich weiß nicht, wie sehr Sie jetzt so die einzelnen Wohlfühlquoten wissen, aber kennen Sie da ein Ergebnis? Also ich kenne die Aussagen der OECD-Bildungsdirektorin bei einem offiziellen Anlass in Korea, die Korea ganz massiv gelobt hat, und das ist jetzt vielleicht nicht ganz Shanghai, aber ich so in dem Dunstkreis ja durchaus auch drinnen, und dann so leicht augenzwinkern gemeint, und es gibt ja nur eines, woran ihr noch arbeiten müsst, das ist irgendwie so ein bisschen die Freude an dem, was die Kinder da tun. Also das ist auch etwas, was zumindest in Korea, zumindest dieses, weniger glaube ich der Drill, aber diese Idee am Tun Freude vermitteln zu können, durchaus auch von den Repräsentanten selbst so als Auftrag, als eigener Auftrag gesehen wird oder als der Punkt, an dem man arbeiten muss. Es klingt ein bisschen lustig, wenn sie sagen, ja, wir wissen, das ist der Punkt, an dem wir noch arbeiten müssen, wenn andere Länder irgendwie sagen, ja, wir müssen an dem und an dem und an dem was tun, und das sind dann oft ganz andere Aspekte auch. Was ich wahrgenommen habe, ist, zumindest in Korea, aber ich glaube, das ist durchaus ähnlich, dass es so ganz klar ist, die Vorstellung in den Köpfen sowohl der Lehrer und der Verantwortlichen als auch der Kinder, ich lerne da was und mit dem kann ich was anfangen und das brauche ich, damit ich persönlich in der Gesellschaft erfolgreich sein kann. Das mag jetzt in manchen dieser Gebiete entsprechende Auswüchse erzielt haben, die vielleicht auch einen massiven Druck ausüben in Bezug auf auch auf die Eltern und auf Nachhilfesysteme etc., aber ganz grundsätzlich ist das schon eine Einstellung, die diese Länder ganz massiv von uns unterscheidet, weil ja nicht nur in der Altersgruppe der PISA-Schüler quasi Mathe können jetzt mal grundsätzlich eher uncool ist. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir uns was abschneiden könnten. Vielleicht nicht vom Gesamtsystem, aber so kleine Häppchen kann man sich ja herauspicken. Sie sind knapp davor, jetzt von dieser Ecke da draußen dann gekreuzigt zu werden, glaube ich. Aber ich gebe Ihnen recht, natürlich, man kann sich überall etwas herausnehmen und etwas abschneiden. Ich weiß auch nicht, wie wichtig es ist, dass man sich jetzt diese Länder so ganz genau als Vorbild nimmt oder zu sehen, was die denn machen oder was können wir denn machen, was braucht es denn in Österreich mit der österreichischen Mentalität unserer Eltern, unserer Lehrer und unserer Kinder. Und ich habe so einen inneren Pegel,
der misst, wie viel sie mit den Kulis klicken. Und mir fällt auf, dass das Klicken immer mehr wird. Das heißt, dass das entweder so viele Fragen unter den Nägeln brennen oder sie eigentlich schon wohin müssen. Und deshalb darf ich diese offizielle Diskussion jetzt hier mal für beendet erklären. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit, für das Kommen, für die Liebe, auch den Ärger und die Aufregung und die Emotionen, die Sie in dieses Thema stecken, denn es ist ein extrem wichtiges. Was ist mit uns, mit unserer Zukunft, mit unseren Kindern? Wie können Sie unsere Werte erhalten und hochhalten und was können wir dazu beitragen, dass es uns allen dann auch mit dem System, in dem System vor allem auch gut geht? Ich bedanke mich bei Ihnen für den Beitrag. Ich darf Sie aber trotzdem jetzt noch einladen, dass Sie diskutieren oder Fragen stellen. Wir werden uns jetzt in ein bisschen einen gemütlichen Rahmen nach draußen begeben und Kleinigkeit gemeinsam trinken. Und Sie können natürlich an unsere Experten und Expertinnen da auch noch die Frage stellen. Dankeschön fürs Kommen und ja, mögen all unsere Wünsche, zumindest ein paar kleine, doch relativ schnell in Erfüllung gehen. Dankeschön.